So, hier haben wir wieder einen 10-jährigen Wallach von Pic Noir mit Franziska. Sie hat ihn schon bis S-Dressur vorgestellt und steht da auch was von der Platzierung? Steht hier nichts? Steht aber nicht. Also ich glaube dir das, dass du welche hast. Ich hoffe es. Der Spiegel ist dein bester Freund, oder? Schön. Heute sage ich dir aber, wie es aussieht. So, komm, klein bisschen mehr Energie, komm. Komm mal einmal energischer mit dem Bein, komm, und vor mit der Hand. So, klopf ihm mal dabei. Er baut sich so ein bisschen auf, die Älteren sind ja fast schlimmer als die Jungen hier drin. Die kennen die Halle schon so gut und sind verwundert, wie viele Leute ihm heute zuschauen. Komm, wieder Energie rein, komm. Und geh mal vor mit der Hand, lob ihn nochmal mit der inneren Hand. Anbuffen und loben, komm. So, genau das, dass der erstmal geht. So ist fein. Und dann mal Hand wechseln. Komm, fleißig halten. Auch da, anbuffen und lob ihn mit der inneren Hand. Ich möchte das nur, dass du vorgehst mit deiner inneren Hand. Darum lob ihn einfach zugleich, dass du einmal weich bist und er dann auch nach vorne durchziehen kann. Jawohl, prima. Der erstmal geht. Und dann bleibst du hier auf dem Zirkel und galoppierst mal an. Komm, galoppieren, Arbeitsgalopp. So. Hat doch schöne Grundgangarten, dann kannst du sie auch schön zur Geltung bringen. Jawohl. Und dann mal Hand wechseln mit einem fliegenden Wechsel. Groß bleiben, streck dich wieder. Gut. Galoppieren. Komm. Vor mit der Hand. Einmal vor mit der Hand und buff ihn nochmal an. Komm. Da steckt doch ein Bocksprung drin bei dem. Das will ich mal sehen. Das willst du doch aussetzen können. Ist doch Profi. So, ist doch schön, wenn ein 10-Jähriger noch lustig ist. Sie kennen den wohl. Und mal Zügel aus der Hand kauen lassen. Zügel aus der Hand kauen lassen. Noch länger lassen. Komm. So. Und Übergang zum Trab und Leichttraben. Komm. Traben. Mal tiefer den linken Bügel austreten, Absatz runter, da reintreten in den Bügel. So, und jetzt mit der linken Wade biegen. Komm. So ist richtig. Davor das innere Bein kommt und reeller da an die Hand ranzieht. Der braucht nicht immer mit dem Gebiss zu spielen. Und nochmal, linken Absatz tief durchtreten, runtertreten im Bügel. So, und jetzt nochmal mit dem linken Schenkel den Zirkel vergrößern. Genau. Super, dass er sich anfängt, um den inneren Schenkel zu biegen. Aber dafür musst du erstmal tiefer in deinen inneren Bügel rein. Dann fällt die Wade nämlich viel leichter ans Pferd heran. Und du kannst ihn leichter um den inneren Schenkel biegen. Handwechsel, aus dem Zirkel wechseln. Komm. So, und jetzt tief in deinen rechten Bügel reintreten. Absatz runter. Und auf dem Zirkel bleiben.
Komm, komm, traben. So. Und nochmal, rechten Bügel tiefer austreten, abseits mal richtig runtertreten und hier an der offenen Zirkelseite mit dem inneren Schenkel den Zirkel vergrößern wollen. So, vergrößern. Hier, komm mal ran hier. Schieb ihn mal nach außen weg. So, dass du überhaupt erstmal an die Rippe rankommst. Jawohl. Und noch einmal tief den Bügel austreten, rechte Wade ran und Zirkel vergrößern. So, gut. Und noch länger lassen, Zügel richtig aus der Hand kauen lassen, dehnen lassen. Jawohl. Jetzt fängt er an, von hinten zu traben. Und Übergang zum Schritt. Prima. Auch wenn er schon 10 Jahre alt ist, aber mir gefiel eben nicht, dass er schon so in Anspannung da oben war. Er sollte erstmal gehen, erstmal sich dehnen, erstmal aufmachen. Weil manchmal sind die Alten ja viel komplizierter in solchen Umgebungen und spannen sich schon. So, dann mal Zügel aufnehmen. Von hinten heranreiten, Zügel aufnehmen. Ja, er dankt uns, das Zügel aus der Hand kauen lassen. Kommt ein bisschen spät, aber er dankt. So, von hinten heranreiten, ein bisschen versammeln und dann antraben. So, von hinten antraben. Immer auf die Hinterbeine konzentrieren. Komm, zack, zack. Ja, komm weiter, galoppier einmal nach vorne, komm, nach vorne galoppieren, komm, komm. Ja, da siehst du, der hat ja viel Lust, du musst den mal lassen. Hier ist doch, wie ich gehört habe, eine riesen Geländestrecke, ich glaube, da will der mal hin. Wo ist denn der Herr Plewer, der kann doch da sicher Hand anlegen. Und herab in den Trab fallen lassen, gut, und vor dir halten, komm, komm, komm. Jawohl, jetzt fängt er an, so ein bisschen die Hinterbeine zu bewegen, die Gelenke zu nutzen, das ist fein. Und ruhig nochmal angaloppieren. Und Arbeitsgalopp, nach vorne. Der galoppiert rückwärts an, der soll nach vorne angaloppieren. Komm, Arbeitsgalopp, ich helfe dir sonst. Frag deine Kollegen, wie das ausgeht hier. So ist gut. Und wieder in Trab fallen lassen. Streck dich, groß bleiben, terab. Dass er einfach geschmeidig in den Trab fällt, nicht versammeln. Aus dem Arbeitsgalopp in den Arbeitstrab. Und noch einmal angaloppieren. Den Übergang zum Trab müssen wir noch mal schöner hinbekommen. Ist nämlich ein schwerer Übergang. Nicht umsonst wird der ja auch im Grand Prix abgefragt und mit einer einzelnen Note bewertet. Den geschmeidig hinzubekommen, ist eigentlich eine gute Überprüfung, ob das Pferd reell vorm Bein ist. Komm, noch mal Arbeitsgalopp. Arbeitsgalopp, komm. So, so, so. Und jetzt streckst du dich an die Senkrechte. Das heißt, ein bisschen größer werden, die Beine lang und lässt ihn in den Trab fallen. Aus dem Arbeitsgalopp, im Vorwärts, terab, vor die Hand, so. Nicht rückwärts, vorwärts reiten im Übergang. So ist das gut. Und noch einmal Hand wechseln. Gleiche nochmal auf der linken Hand, bleib ruhig auf dem oberen Zirkel dann. Und dann nochmal angaloppieren und nach vorne, Arbeitsgalopp, so, dass er erstmal vors Bein kommt, super, jawohl, Arbeitsgalopp erhalten, Galopp, so, und wieder in den Trab fallen lassen, streck dich, größer werden, Trab sitzen, lang das Bein, so, das ist ein besserer Übergang schon, es geht zwar noch geschmeidiger, aber so war das schon ganz gut, noch einmal angaloppieren, Arbeitsgalopp. Gut. Und nochmal in den Trab fallen lassen. So, terab. Gut, fein. Das ist gut. Eine Runde noch auf dem Zirkel. Und dann gehst du ganze Bahn. Und nächste lange Seite. Auch wenn die Bahn kurz ist, Schulter herein, Volte, Travers. Wir können das natürlich nur in kurzen Reprisen andeuten, aber er ist ja alt genug, um das zu schaffen. So, mach ruhig eine größere Volte. Groß bleiben.
So ist gut. Super. Und dann mal eine Traversale nach links. Schön rein in die Ecke. Du musst nicht unbedingt an der anderen langen Seite ankommen. Wichtiger ist das Gleichmaß, der Takt. Genau, eine halbe Traversale ist gut. Rechte Hand. Rechten Bügel austreten, rein in die Ecke. Wollte. Ja, genau, da hast du es gemerkt. Prima. Das war gut, das Auffordern, dass er erstmal wieder vor deine treibenden Hilfen kommt, weil er so ein bisschen in der rechten Rippe klemmt. Da muss er noch mehr vor dein Bein, Schulter herein. Ruhig die ganze lange Seite, Schulter herein. Komm, komm, nicht wieder zurück. Ja, super, das war schön. Durch das Pferd, durchgetrieben. Schulter herein noch einmal und dann Volte und Travers. So ist das fein. So zieht er schön durch. Gut so. Und eine Traversale nach rechts. Erhalte den Trab. Nicht, weil eine Lektion kommt, jetzt den Takt ändern. Jawohl, gut, prima. Nun kannst du auch ruhig rechte Hand gehen. Und wieder rechten Bügel austreten, Ecke ausreiten. So ist gut. Arbeitstrab. Komm, komm, komm. Schön Gleichmaß erhalten. Und einmal über die Diagonale zulegen. Ja, das war brav. Das können wir besser, oder? Das war doch noch nicht alles. Du musst, bleib mal hier auf dem Zirkel, hier auf dem Zirkel. Nicht jetzt mit dem Oberkörper mehr arbeiten. Gib ihm mal unten kleine Impulse mit dem Bein. Komm, zack, zack. So. Und jetzt wieder mit kleinen halben Paraden einsammeln. Nicht jetzt oben mehr reiten wollen. Du musst dich tragen lassen. Ja, und nochmal mit dem Bein. Komm, zack, zack. Ja, kennt er nicht, nicht? Zum Bundestrainer schnalzen, habe ich von Hilberath gelernt. Und zulegen. So, komm, 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 so. Mindestens. Du willst so eine 8 haben und nicht eine 6. Noch einmal, komm, jawohl, der kann doch traben. Guck nach oben. Ja, so, so, macht nichts, komm weiter. Puff ihn an, weiter, komm. Ja, diese Spannung muss mal raus. Darf der denn auch mal an die Longe mal buckeln? So. So. Ja, lob ihn mal. Lob ihn nochmal. Ja, guck mal, du kannst ihn doch loslassen. Musst ihn nur trauen. Ah, jetzt werden sie wieder wach da in ihrem Ringelpulli, ne? Ja. Gefällt ihnen, ne? Oh, bringst die Leute zum Lachen hier. Du bist echt der Abschlussknaller. Komm, nochmal, Diagonale zulegen. Gut. Von hinten versammeln, Energie aufladen und noch einmal jetzt von der rechten Hand. Ich mache auch nichts. Vielleicht. Jawohl, Zirkel, leicht traben, Zügel aus der Hand kauen lassen, loben, das war fein. So, dich muss man erst wachrütteln, was? Zügel aus der Hand kauen lassen, lassen schön dehnen, hat er sich verdient, hat er brav gemacht, feines Pferd. Und einmal Übergang zum Schritt. Und lassen richtig lang, dass ich schön dehnen kann. Hat er sich richtig verdient, dass er einmal durchstreckt, dass er hier nochmal guckt, wer da im Ringelpulli so rumschläft oder lacht. Deshalb wollte er auch auf der Diagonalen nicht so dahin, glaube ich.
So, dann gehen wir noch einmal in den Galopp. Einmal nur ein bisschen. Ah, der freut sich schon, siehst du? Der weiß schon, was kommt. Der denkt, die schnalzt gleich wieder. Super. Genau ist richtig. Immer wieder loben, dass er auf dich hört. Ich gebe das Kommando jetzt wieder an dich ab über ihn. So, dann in Ruhe angaloppieren. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Erst Ruhe im Schritt. So. Groß bleiben, so ist gut. Du musst auch Überzeugung in deine Schrittarbeit hineinbringen, aus dem Sitz heraus. Gut, und Galopp. Wieder Arbeitsgalopp. Jawohl, prima. So ist gut. An der offenen Zirkelseite ein bisschen versammeln. Über der Mittellinie aufnehmen wollen. Versammeln, groß bleiben, groß. Und überstreichen. Gut, wieder Arbeitsgalopp. Arbeitsgalopp mit dem Bein reiten, nicht mit dem Oberkörper. Kleine Impulse mit der Wade, nicht mit dem Oberkörper zu sehr arbeiten. So, lass dich tragen. Galoppieren, Arbeitsgalopp, komm, komm. So, ist prima. Und dann nochmal an der offenen Zirkelseite versammeln. Groß bleiben, kleine halbe Paraden, von hinten heranreiten an die halben Paraden. Abfangweich sein, versammeln, versammeln, überstreichen. Gut, und wieder rausreiten und Arbeitsgalopp. Prima. So, und jetzt mal Travers hier auf dem Zirkel. Groß bleiben, streck dich nicht in den Schultern krumm werden. Du musst dein Becken ein bisschen kippen. Du musst dir vorstellen, dass der Lederbesatz zwischendurch auch ganz in den Sattel reingeht, dass du wirklich den Sattel von hinten nach vorne auswischst. So, dass dein Becken arbeitet, nicht die Schultern. So ist gut. Klein bisschen verkleinern im Travers. Ausparade, Außenparade, erhalte das Travers, komm, 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 komm. Gut, reicht und wieder rausreiten. Wieder gerade richten und rausreiten. Prima. Komm, Arbeitsgalopp, wieder auffrischen den Galopp. Das war ja anstrengend eben. Wir haben es ja gehört, der knirscht ein bisschen, da kommen wir ein bisschen an seinen Punkt ran, wo es juckt anscheinend. Komm. So. Und dann einmal Handwechsel mit fliegendem Wechsel. Komm, galoppieren, galoppieren. Groß bleiben, nicht mit dem Oberkörper würgen. Kleine Impulse mit dem Bein, dann komm eben zweimal im Galopptakt. Gut, Schulter vor rechts, rechten Bügel austreten, rechts um den inneren Schenkel biegen, Zirkel. Bleib dort auf dem Zirkel. Arbeitsgalopp und dann wieder an der offenen Zirkelseite. Versammeln. Streck dich, bleib werd groß und mit deinem Gesäß durch beide Ellbogen durchtreiben wollen. Bisschen macht nichts, komm. Ich glaube, der will äppeln, genau. Der will äppeln. Einmal weiter, kein Problem. Nächste Runde. Siehste, jetzt schnaubt er ab, ganz fein. Und jetzt nochmal. Streck dich wieder, versammeln. Kleine halbe Paraden, von hinten den Galopp erhalten, versammeln. Auf der Stelle galoppieren wollen. Überstreichen. So, und wieder Arbeitsgalopp. Kontakt aufnehmen, wieder Arbeitsgalopp. Gut. Und schon wieder versammeln, weil das war ein toller Übergang zum Arbeitsgalopp. Wieder hinsetzen, groß bleiben, versammeln. Aufnehmen, versammeln, 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 überstreichen. Und wieder Kontakt zum Pferd mal aufnehmen. Und jetzt mal Travers auf dem Zirkel. Rechten Bügel austreten und noch deutlicher das Travers. Und den Zirkel im Travers ein klein bisschen versuchen zu verkleinern. Groß bleiben. Abfangen außen, kleine halbe Parade am äußeren Zügel, innere Wade am Gurt dran lassen, dass er sich noch mehr biegt. So, so, so. Prima. Und wieder rausreiten, wieder raus, auf den Zirkel zurück. Und wieder Arbeitsgalopp. Einmal Zügel aus der Hand kauen lassen. So, schön strecken lassen. So ist gut.
Einmal Übergang zum Trab und Leichttraben, tritt den rechten Bügel gut aus, dass er trotzdem sich gut biegt um den rechten Schenkel. So, gleich mit dem rechten Schenkel nochmal kommen, nochmal einen Tick mehr Biegung abfragen. Super, genau das. Nicht, dass er jetzt in den Trab fällt und in sich zusammenfällt. Die Biegung soll trotzdem korrekt weiter im Pferd bleiben oder noch weiter verbessert werden sogar. Einmal Übergang zum Schritt, eine Runde verschnaufen lassen und dann versuchen wir mal eben halbe Pirouetten auf beiden Händen. Als Vorbereitung für die Pirouetten ist es immer, sind es zwei Teile, dass das Pferd auch den Travergalopp versteht, sich dadurch etwas schließt und dass man es überhaupt aufnehmen kann. Weil Travers geht dann meistens oder aufnehmen. Jetzt kommt der nächste Schritt, das Pferd ist ja schon erst gegangen, der wird das sicherlich können, aber die größte Klippe ist immer versammeln und dann wenden. Da kommt dann immer die Wahrheit heraus, wie weit das Pferd schon gut vorm Bein ist. So, dann nimm mal Zügel auf, galoppier wieder an, aber von hinten heranreiten an die Hand, trotzdem Ruhe bewahren mit ihm. Andere müssen Energie aufladen im Schritt. Er muss eher einen Tick zur Ruhe gebracht werden, dass er taktmäßig schreitet, dass er trotzdem die Hinterbeine heranschließt. Wenn das der Fall ist, mit einer kleinen halben Parade, genau, und dann die angaloppierende Hilfe. Ecken jetzt mal ausnutzen. Galoppieren, galoppieren. So, das ist gut, das reicht. Prima. So, und jetzt in die Ecke reiten. Und dann reitest du Diagonale. Galopp, Galopp. Nicht den Galopp verkürzen. Du verkürzt gerade. Du musst ihn versammeln. So, jetzt ist der Galopp da. Versammeln, versammeln. Und wieder rausreiten. Und Wechsel. So, das ist gut. Gut, da außen Galopp im fliegenden Wechsel. Gut. Bleib dort auf dem Zirkel. Ecken wieder ausreiten, mit halben Paraden das Pferd versammeln. Du musst von hinten weiterreiten und der Hinterhand mehr Last zu schieben, dass der schöne Galoppsprung erhalten bleibt. Diagonale und dann versuchen wir mal eine halbe Pirouette links. Versammeln, versammeln, groß bleiben, Abfang außen, linken Schenkel, bleib im Außengalopp, Außengalopp. So, so, genau, dass er erstmal aufs rechte Hinterbein kommt. So, jetzt kriegt er einen guten Galoppsprung. Dann irgendwo einen fliegenden Wechsel. Galoppieren. Gut, Schulter vor rechts. Auch nochmal tief in die Ecke reiten hier. Ja, richtig, lieber einmal überstreichen, wenn er knirscht. So, und dann nochmal Diagonale. Schulter vor rechts, Hals mehr nach rechts. Groß bleiben, von hinten heranreiten, Schulter vor rechts und jetzt versammeln, versammeln, von hinten drunter ein groß bleiben, versammeln, 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 versammeln. Und jetzt, macht nichts, rausreiten. Ist halt jetzt ein bisschen blöd, weil die Bahn tickt zu kurz, das ist überhaupt nicht schlimm. Nochmal Hand wechseln. So, Schulter vor rechts, versammeln, versammeln. Schulter vor rechts, komm rechts durch, der Hals muss rechts sein. So, jetzt wieder einen kleinen Tick Fleiß entwickeln und noch einmal Diagonale und gucken, dass wir vielleicht zur halben Pirouette kommen. So, Schulter vor rechts, versammeln, groß bleiben, versammeln. So, versammeln und raus. So, das Pferd geht hin und dreht nur um, weil sie ist noch so ein bisschen ängstlich, klemmt ein bisschen zu sehr. Deine Knie etwas mehr öffnen und immer wieder eine neue angaloppierende Hilfe geben. Noch einmal von der linken Hand, Diagonale. So, versammeln. Du musst dir vorstellen, hinten die Hinterbeine drunter reiten. Kleine halbe Paraden von hinten den Impuls erhalten. Und jetzt versammeln. Trau dich mal mehr zu versammeln. Versammeln. Und jetzt wenden. Und jetzt wenden. Und Galopp. Und Galopp. Und Galopp. Größer. Größer. Brrr. Brrr. Lob ihn mal. Macht nichts. Kleinen Moment. Brrr. Schritt. Schritt. Halt. Einmal halt. Einmal halt. So. Tief durchatmen. Und anreiten. So. Weil er weiß genau, dass das ein kleiner Fehler war. Darum Ruhe bewahren. Der soll ja nicht verprellt werden. Wir wollen ihn ja schulen, dass er es besser macht. Nochmal linke Hand. Ganz in Ruhe. Schulter vor links. Reit mal eine Schrittpirouette.
linke Schenkel und linke Schenkel und raus, genau. So, Ruhe, tief durchatmen, nicht hektisch werden. Nochmal schön angaloppieren und so machst du es dann auch nochmal im Galopp. So, schön versammeln, dass er kleiner anfängt und du anfängst in der Pirouette, sie größer zu reiten. Versammeln, versammeln, hab Mut. Versammeln, so, und jetzt wenden. Und jetzt wenden und größer und größer und größer und raus. Jawohl, das ist der Weg. Das war noch nicht perfekt, aber so ist der Weg, dass er erstmal sich schließt. Galoppieren, komm, Galopp. Gut, galoppieren. Einmal ein bisschen Arbeitsgalopp, durchatmet und dann versuchen wir das Gleiche nochmal nach rechts. Jawohl. So, und jetzt in Ruhe wieder alles ordnen. Schulter vor rechts, rechten Schenkel ran, rechtes Knie auf. Genau das, jawohl, dass du mit der rechten Wade mehr rankommst, nicht mit dem Knie klemmen. Groß bleiben, versammeln, hab Mut, versammeln, versammeln, abfangen. So, und jetzt wenden und denk an größer reiten. Größer, rechter Schenkel, größer. Also noch einmal zur rechten Hand wechseln, keinen fliegenden Wechsel, wechsel noch einmal die Hand. Galoppieren, galoppieren, Handwechsel, nochmal nach vorne reiten, wieder Energie ins Pferd bringen, komm. So, groß bleiben, von hinten versammeln, da geht es genauso los, Hals nach rechts, Schulter vor rechts, so, Schulter vor rechts, so, und jetzt versammeln, versammeln, versammeln und jetzt wenden, größer, größer, raus, noch einmal versammeln und durchparieren zum Schritt, Schritt, so, wechsel nochmal auf die rechte Hand. Einmal im Schritt. Einmal eine Schritt-Pirouette. Nach rechts natürlich. Oh, ist gut. Rechten Schenkel, rechten Schenkel. Super, genau. Und abfangen. Und jetzt machst du eine Schritt-Pirouette. Abfangen. Putt, putt, fleißig. Rechter Schenkel, größer reiten. Ah ja, dann machst du im Schritt ganz genauso. Schulter vor rechts. So, reit eine größere Schritt-Pirouette. Brauchst du. Kann eine Arbeitsschritt-Pirouette sein. Vorwärts, seitwärts, vorwärts, vorwärts, vorwärts. So, der innere Hinterfuß muss mehr vorwärts drehen. Der klemmt so ein bisschen am rechten Schenkel und drückt gegen dein rechtes Bein. Nochmal, Schritt-Pirouette rechts, ruhig größer. Versammelter Schritt, aber die Schritt-Pirouette größer. Rechter Schenkel, vorwärts, rechter Schenkel, rechter Schenkel, rechter Schenkel, nicht rechte Hand. Unabhängig sein. Rechten Schenkel unabhängig von der rechten Hand bewegen. Einmal halt, brrr, nimm mal die, oder die Gerte brauchst du gar nicht. Die nehme ich mal, dass die Hand mal freier ist. Weil du machst im Moment so. Du sollst nur mal einen rechten Schenkel nehmen. Die Hand bleibt da, wo sie ist. Nochmal in Ruhe. Ganz in Ruhe. Schulter vor rechts. Jawohl, massieren mit der rechten Wade. Schulter vor rechts, Hals nach rechts. So. Und jetzt nochmal Schritt-Pirouette. Rechter Schenkel, komm, folg, so, rechter Schenkel, komm, größer reiten, größer, größer, da wird er doch selbstständig. Dann reit einfach raus, geradeaus, geradeaus. Nochmal, wenn ich größer reite, reit einen Schritt nach vorne, dass die gerade Richtung wieder stimmt, weil der lehnt sich zu sehr gegen den rechten Schenkel. So, jetzt nochmal wenden. Und geradeaus, einfach mal einen Schritt nach vorne, so, abfangen und wieder wenden. Und geradeaus. Gut, merkst du das? Du musst das bestimmen können. Wenn der sich gegen den rechten Schenkel lehnt, geht gar nichts. Der muss besser am rechten Schenkel in der Rippe nachgeben. Nochmal so. Und nicht so sehr auf die Wand zu reiten. Du hast keinen Platz mehr, um nach vorne zu reiten. Das ist ja ungeschickt. Größer. So, wende mal hier rechts rum. Rechts um. So. Und jetzt anfangen, Schritt-Pirouette. Nicht wieder an der Wand anfangen, vorher. Rechter Schenkel, vor, größer, gut. Und jetzt wieder abfangen und weiter wenden. Und nochmal größer, gut. Und wieder versammeln und wieder weiter wenden. So, und jetzt galoppierst du da an. Im Abfang, auf der Schritt-Pirouette galoppierst du an. Galopp, galopp, Abfang, Abfang, Abfang und Schritt. Und wieder Schritt, versammeln, Schritt-Pirouette weiter. So, gut. Rechter Schenkel. So, gut, das war richtig. Lieber immer nach vorne ausgleichen, dass du sicher das Pferd vor dir hast, vorm inneren Schenkel und nochmal angaloppieren. Kleine halbe Parade. Rechts sitzen. Gut. Gut. Und raus. Und raus. Gut.
So, und jetzt noch einmal Diagonale und genau dieses Gefühl. Du kannst auch nach einer Viertelpirouette aufhören. Entschuldigung, jetzt war ich auch schön in der Quere, ne? Aber es macht nichts, muss den inneren Schenkel nutzen, das war gerade passend. Reite nur eine Viertelpirouette, dass du dann rechtzeitig nach vorne reitest. So, jetzt versammeln, rechten Schenkel dran, versammeln, hab Mut zum Versammeln, versammeln, jetzt wenden und raus. Ja, gut, Zügel aus der Hand kauen lassen. Das ist das, was du demnächst machen musst. Du musst ihn rechts mehr schulen im Schritt, das dann ein bisschen mit in Galopp übernehmen, traben, einmal traben, dass er wirklich abspannen kann. Richtig schön dehnen lassen. Und dann reitest du erstmal nur Viertelpiretten. Der macht nämlich seinen Job ganz alleine und dreht rum. Und du bist froh, weil du denkst, ach, je eher daran, je eher davon. Quatsch, das muss schön sein, muss Zeit haben, es muss eine erhabene Geschichte werden, die Pirouette. Aber du brauchst mehr Vorübung und mehr Gymnastik. Komm, traben. Komm, komm, traben. Komm. So, Hände schön tief, Hals ein bisschen nach rechts rumführen, dass er sich schön in die Tiefe dehnt und der Hals nach innen weist. Wir sind auf der rechten Hand, dass er schön nach rechts loslässt. Ich habe hier extra die Gerte einmal weggenommen, weil die Gerte blockiert ja gerne die Hand. Das Pferd ist sowieso gängig. Der brauchte die im Moment nicht und sie war leider nicht unabhängig mit dem Schenkel, weil sie immer beides zugleich genommen hat. Hat immer rückwärts gezogen, wenn sie einen inneren Schenkel nehmen sollte, anstatt einfach nur mit der inneren Wade das Pferd zu gymnastizieren. Einmal noch Hand wechseln. Und auf der anderen Hand dehnen lassen, finde ich immer sehr wichtig. Gerade er hat sehr, sehr anstrengend gearbeitet, dass die Pferde sich richtig durchdehnen, dass die richtig abspannen, dass die Muskulatur wieder sauber zum Arbeiten kommt und er morgen dann nicht an zu starke Muskelkater leidet. Komm, komm, traben. So, genau, dass er über den Rücken trabt. Nicht, dass er so unter sich nur trabt, der Rücken bewegungslos ist, er soll seinen Rücken nutzen. Das fehlt ihm ja auch in der Pirouette. Prima, Franziska. Ganz gut. Übergang zum Schritt. Auch dir herzlichen Dank. Ihnen danke ich, dass Sie bis zum Ende geblieben sind. Ich hoffe, es hat ein wenig Spaß gemacht. Mir hat es viel Spaß gemacht, weil es waren hier wirklich sehr, sehr gute Reiter, die man leicht anleiten konnte, ihre Arbeit noch mehr zu verbessern. Sehr schöne Pferde, mit denen man auch gut in der Arbeit fortfahren konnte. Also von meiner Seite hat es viel Spaß gemacht in einer tollen Halle bei angenehmen Temperaturen noch. Kommen Sie gut nach Hause. Herzlichen Dank nochmal.